So, dann bin ich wieder. Jetzt ist wieder alles gut und hoffe ich jedenfalls. Ich komme kurz raus und guck, wo das Uranium ist. Hier. Noch 14 Meter ungefähr in die Richtung. So ein bisschen links und rechts. Ein bisschen zurück. Damit ich hier auch Platz habe. Dann ist das alles. Ah, mein Headset ist leer. Das gibt's jetzt nicht. Immer wenn ich aufnehmen will, ne? Das ist unglaublich. So, da ist doch das Kabel. Sekunde kurz. So, und jetzt hier. Passt. Ich muss schon zu unglaublich viel Eisen dabei haben. Da ist nur rüber. So, wie viel Eisen habe ich denn jetzt eigentlich schon? Ich habe bestimmt ein paar tausend. Ja, 8,53.000 Kilos sind das, glaube ich. Boah, dieser Scheißstecker, ne, der hält einfach nicht. Komm, jetzt. Boah, ganz ehrlich, ne? Ich muss das hier mal kurz ein bisschen alles umgestalten. Ja, jetzt in der Aufnahme. So. Okay, ich guck noch mal kurz, wo ich hin muss. Ich bin richtig. Ich bohre mich mal ein bisschen mit der Hand vor. Sonst werde ich da nie weiterkommen. Damit ich auch auf dem richtigen Weg bleibe. Was ich nicht verstehe, ist, warum die hier das zweite Teil nicht voll gemacht wird. Hier. Ist ja auch alles korrekt verbunden. Ja. Oder ist der der volle? Ah, ich weiß nicht. Einer von beiden jedenfalls nicht. Weil die sind beide gleich verbunden, so wie ich das jetzt sehe. Ich bin mir nicht ziemlich sicher. Ja. Aber der eine ist weiter unten. Okay, das muss ich irgendwann noch ändern. Ich habe wieder eine Richtungsvorgabe. Und kann weitermachen. Ich werde mal kurz was machen. Was sehr wichtig ist. Und zwar hier. Das Eisen. Weg. Und das Eisen weg. Und das... Oh Gott, das wird doch ewig dauern. Obwohl, geht eigentlich. Jetzt sieht man erstmal, wie viel das eigentlich ist. So, das passt zuerst mal. Hui, das sind ganz schön große Steine. Und ich brauche wieder richtig viel Platz. Noch ein bisschen. So. Geht doch alles klar, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und das alles etwas größer macht. Ich kann dann später auch noch mehr Bohrköpfe dran machen. Jetzt weiß man nicht. Oder allgemein Bohrer. Das sind ja nicht nur Bohrköpfe. Das sind die kompletten Bohrer.
Sollten wir aber langsam beim Uran sein. Ich guck noch mal. Jetzt verstärkt natürlich das wieder alles. Ja, da vorne noch ein paar Meter. Also wenn ich jetzt gerade ausbaue, dann sollte ich eigentlich schon ans Uran kommen. Ja. Da wird es schon dunkler. Das ist Uran. Jetzt mache ich nur ein bisschen Platz, damit ich auch da komplett durchkomme. Oh Gott. Ich werde danach wahrscheinlich erstmal alles reparieren müssen. So. Weil ich hier gerade alles kaputt mache. Also, das Schiff. Nicht den Asteroiden. Das nächste Mal suche ich lieber länger dafür irgendwas an der Oberfläche. So, aber ich habe noch ein paar Tage Strom. Alles gut. Und mit dem Uran, das ich mitbringe, unendlich lang. Schon mal das erste viele. Oh ja, das ist richtig viel. Da haben wir gleich ganz, ganz viel Uran. Und dann lege ich mir so einen Vorrat an, damit ich keine Angst haben muss, damit ich out of Uran gehe. Genau, da ist es. So, das wird jetzt erstmal so weitergehen. Dann werde ich wahrscheinlich mal die Station erweitern. Mit dem ganzen Eis, das ich jetzt habe, und dem Strom. Ich muss auch gucken, wie teuer Heavy Armor ist. Das kann ich ja gleich gucken. Ah, ne, kann ich nicht. Zurück. Ich komme, glaube ich, nie wieder raus. So, ich sammle jetzt, bis der Container voll ist. Dann geht's zurück. Kommt auf an, wie schnell er voll geht. Ja, bis er voll ist. Das dürfte auch nicht mehr so lange dauern. Ist deswegen so viel Eisen voll? Wie viel Eisen habe ich denn jetzt überhaupt? 14k. Aber. Also 14 Tonnen, aber. Ich denke erstmal, über eine Tonne Uran dürfte auch mal reichen. Das wird zwar nicht ganz so viel, wenn ich es erstmal verarbeitet habe, aber es ist trotzdem noch ziemlich viel. Wahrscheinlich so viel, dass ich das jetzt alles gar nicht auf einmal in den in die Raffinerie bekomme. So, im Platz muss ich mir merken, dass ich hier wieder herkomme. Dass ich das alles wieder von neu suche. So, jetzt muss ich noch drehen. Das passt schon. Auf dem Rückweg sein wahrscheinlich eh nicht wirklich viel Eisen. Ach, ich fliege gerade kurz raus. Aber mit der Außenansicht. Jetzt. Oh Gott, wir werden alle drauf gehen. So bohren hilft immer. So, ich werde jetzt einfach hier die Wand durchbohren. Und dann komme ich da hoch. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's, jetzt geht's. Haha. So, und ich muss hier lang. Aua. Aua. Alles gut. Sag mir bitte nicht, dass das Uran ist.
Nee, das ist Silber. Und das da vorne ist Uran, oder? Ja. Bin mir sogar ziemlich sicher. Guck mal kurz. Das reloadet. Und lebe ich noch, wenn es aufhört? Oho, was ist da los? Genau, Uran. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ach, da mache ich das schnell voll. Wenn ich hier gerade schon bei der Uranquelle bin. Ich meine, Uran ist eben was, das man immer, immer verbraucht, bis man eben eine Solarversorgung hat. Und das wird bei uns sicher noch ganz schön lang dauern. Also werde ich davon jetzt erstmal ziemlich viel brauchen. Okay, so viel vielleicht auch nicht, aber einiges. Wie schnell geht das überhaupt voll? Mach mal hier kurz so. Wenn ich jetzt K drücke, dann baut der weiter.